In diesem zweiten Modul im Öffentlichkeitsarbeitskurs gucken wir uns die Ziele an. Also, was könnt ihr eigentlich alles erreichen mit Öffentlichkeitsarbeit? Denken wir an einen Garten. Warum legen Leute einen Garten an? Warum nehmen sie sich die Zeit, ihn zu pflegen und ihn wachsen zu lassen? Naja, auch hier kann man ja verschiedene Ziele im Hinterkopf haben. Vielleicht möchte man viele Bäume pflanzen, damit sie Schatten spenden und man dann im Sommer das Obst essen kann. Vielleicht möchte man besonders viel Obst und Gemüse anbauen, damit man sich davon selbst versorgen kann. Oder man möchte lieber eine große, saftige Wiese, auf der man gut Fußball spielen kann. Oder man möchte einfach einen besonders schönen Ort schaffen mit vielen bunten Blumen, wo man selber sich über den Anblick erfreut, aber auch den Insekten und Bienen was Gutes tut. Wenn man jetzt versuchen würde, das alles gleichzeitig unter einen Hut bzw. in einen Garten zu bringen, wäre das wahrscheinlich schwierig. Und so ähnlich ist es auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Auch da macht es Sinn, wenn man sich überlegt, was ist denn aktuell unser Fokus für die nächsten Wochen oder für die nächsten Monate? Und sich dann darauf konzentriert. Mögliche Ziele wären, dass ihr zum Beispiel neue Leute sucht, die bei euch mitmachen, weil ihr gerade in einer Wachstumsphase seid. Oder ihr möchtet das Thema, für das ihr euch engagiert, erstmal bekannt machen, damit mehr Leute sehen, dass es da ein Problem gibt und dass ihr einen Lösungsvorschlag habt. Vielleicht gibt es auch etwas Bestimmtes, zum Beispiel sowas wie eine Demo, wo ihr Leute zu mobilisieren möchtet, dass sie da hinkommen, oder eine Petition, für die ihr Unterschriften sammelt. Oder ihr habt selber zum Beispiel ein Workshop-Angebot und sucht eben jeden Monat 20 Leute, die Lust haben, zu diesem Workshop zu kommen und eure Methodik zu lernen. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Zielgruppe und möchtet mit eurem Anliegen EntscheiderInnen und PolitikerInnen überzeugen. Oder ihr betreibt Fundraising und möchtet Spenden sammeln, vielleicht kleine Spenden von Einzelpersonen oder größere Spendenbeträge von Unternehmen und Stiftungen. Überlegt mal für euch, was ist aktuell euer Fokus in der Phase, in der ihr gerade seid mit eurer Initiative? Braucht ihr neue Leute? Braucht ihr Unterstützung? Braucht ihr Aufmerksamkeit? Braucht ihr Geld oder Sachspenden? Was ist für euch aktuell wichtig? Denn davon ausgehend könnt ihr dann zum Beispiel eure Themen und eure Zielgruppen bestimmen und so gezielter und besser Öffentlichkeitsarbeit machen.